Ho, ho, ho. Ja, ist denn schon Weihnachten? Natürlich haben wir noch nicht Weihnachten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber dieses Jahr habe ich mir erlaubt, einen Tannenbaum herauszunehmen, mich zurückzulehnen, um mit euch über Weihnachten zu sprechen. Nicht jeder hat das große Vergnügen mit großer Familie. Nicht jeder hat das große Vergnügen, amerikanisch Weihnachten zu feiern. Nicht jeder hat das große Vergnügen, überhaupt weihnachtliche Gefühle zu haben. Wisst ihr, die Schattenseiten, die nehmen wir jetzt einfach mal raus und ich denke mir halt sowas Schönes halt aus. Im Moment ist die Musik aus, weil ich mache irgendwas Schönes, denke ich mir aus. Ich gucke mal, ob ich hier noch für diesen Videoclip ein bisschen Musik bekomme. Weil ich habe hier einige Tests gemacht und so langsam komme ich auch selber zur Ruhe. War ja auch viel Arbeit, das zu machen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Star Wars, ich habe ein bisschen Weihnachten. Ich werde mir einige Perspektiven ausdenken, um eine sogenannte weihnachtliche Geschichte zu machen. So, wie gesagt, ich will keine Kritik üben. Ich habe auch gerade mit Frank Wendler, der in Essen unterwegs, sagt er auch, was hier abgeht, ist klar. Auch Erdogan Atalay war im Bauhaus und hat da auch reichlich erlebt. Kommt ja mal darauf an, in welchen Ländern ihr lebt, in welchen Bundesländern ihr lebt und in welchen Bezirken ihr lebt und in welchen Städten. Nun, meiner einer hier ist in der Stadt Essen, die kann man leider vergessen. Das ist leider so. So, wenn ihr wüsstet, wie schön das jetzt hier aussieht, ich habe einige Bilder veröffentlicht, kann man bei Instagram sehen und wie gesagt, ich habe mir so leicht schummerig das gemacht für Weihnachten und ich habe auch die ich habe Südseite, ich habe also ganz viele Fenster. In den Fenstern habe ich natürlich auch viele Lampen als Sterne jetzt eingearbeitet. Ich habe das also alles, die Arbeit für die Videoclips habe ich veröffentlicht. Kriege jetzt hier meine Echos, das ist klar. Ihr habt noch nicht alles gesehen, ist richtig. Wie gesagt, die Riesenleinwand ist noch nicht angestrahlt. Ich suche mir gerade vielleicht so einen Billy Chase Film raus, The Last Christmas. Ich liebe Weihnachten, ich mag es nur nicht so kitschig, aber ich liebe Weihnachten, vor allen Dingen weihnachtliche Shows, weihnachtliche Sachen, die gefallen mir, wenn man sie richtig macht. Ja, also ARD, ZDF, tut mir leid, die kann man knicken, Deutschlandradio kann man auch knicken. Also ich mag zum Beispiel TV Now, Netflix, ach, wie die alle heißen, demnächst Disney Plus, ist ja wohl klar. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Star Wars da hingestellt, weil das halt jetzt dieses Jahr 2019 dazugehört. Also, ich mag die Stille, ich mag dieses gedämpfte Licht. Ist klar, wenn jetzt die Nachbarn das da am Spiel, also die können reinschauen, ja, dann sehen sie rot, naja. Können Sie meinen, dass hier ein Puff ist, aber der Nikolaus hat keinen Puff. Meine Freunde, das ist halt Weihnachten und das ist halt rote Farbe, weiße Farbe. Ich habe natürlich schneeweiße Sterne, ne? Die sind, das ist blickdicht, weil ich sitze ja hier in meinem kleinen Kino, wo genügend Leute Platz hätten, um zu schauen, in 3D sogar. Aber heute mache ich halt mal nicht. Es fängt auch langsam an zu jucken. Also wie gesagt, sind die Vorbereitungen. Ich hoffe, meine Videoclips, die ich jetzt on air bringe, werden euch erfreuen. Also wie gesagt, das ist Rudolf mit der roten Nase hier. Ne? Ach herrlich, ich habe einfach Lust dazu. Ich wusste gar nicht, wie ich so dermaßen abgespeckt habe, dass meine uralten Sachen hier noch passen. Ihr erlebt mich hier gerade bei der Arbeit. Wie gesagt, ich starte auch gleich und kein Videoclip. Den starte ich später. Ich werde wohl Weihnachten, Heiligabend und so weiter Videoclips on air stellen. Für diejenigen, die alleine sind, hoffe ich, den richtigen Ton zu finden, die richtige Show zu finden, dass ihr auch richtig Lust habt zu schauen. Ich werde auch nicht allzu lange machen, weil viele von euch halt lange Versionen nicht mögen. Das hier ist ja schon eine Ansage und eine Ansage ist halt lang, bis ich fertig bin, ist ja klar. Ihr habt jetzt, also die Musik ist gerade aus. Einige haben hier schon Special bekommen per Instagram und einige haben natürlich E-Mails bekommen beziehungsweise SMS oder MMS, also über Phone hier, und die haben natürlich die Musik dabei gehört, ist klar.
habe ich also bei Instagram dann auch veröffentlicht. Ich habe natürlich meine Laudatien gekriegt hier. Ja, hier so kleine süße Applikation. Hier könnt ihr mal eben sehen, habe ich immer so ein Lied gemacht. Ne? Dann einen so einen Rundschwenk. Ich habe also einige Perspektiven. Ne? Da kommt der Tannenbaum. Ja, ich bin am Rumglocken hier. Da ist er. Dann seht ihr ja. Also man kann schon einiges machen. Also der Weihnachtsmann da unten wird dann angestrahlt und so weiter. Ich mache das halt für mich. Ist halt so, it's American like. I coming from Australia. Australia come Church Street in Tombtown. I was born and now in Canberra in the Third Street I go to Germany. So I'm here in Germany and I hope you understand. Ja, ich hoffe, dass wir hier, ich werde also keine amerikanischen, englischen machen, auch wenn ich mit John Van Damme oder Arnold oder Sly, das sind Zufälle, die da zwischendurch passieren, dann sehen die sowas und dann meinen die, ich bin in Amerika, dann sage ich, nee, I'm sorry, ich bin in Germany. Okay, also wie gesagt, ich liebe Weihnachten und ich liebe Menschen, ich mache gern meinen Job, ja. Das ist halt so. Wir leben in einer turbulenten Zeit. Wir gehen auf das Jahr 2020 zu. Ich merke, ich fange schon an, hier so eine kleine Videogeschichte auf den Weg zu bringen. Wir gehen auf das Jahr 2020 zu. Ich will hoffen, dass das Jahr dann nicht so wird wie 1920. Das wäre natürlich schade. Aber naja, Kleingreta, CO2 und was weiß ich nicht alles. Ist halt so. Ich habe ja auch da oben so einen Planeten dahin gehängt. Ihr wisst ja, ich habe ja ein Geschenk bekommen dieses Jahr. Geht auf Google, der nennt sich Stern Fuhrmann. Fuhrmann, dann seht ihr, das ist auch wunderschön animiert. Ist halt schön. Hin und wieder hat man sowas. Vielleicht hat mich das auch ein bisschen bewogen, ein weihnachtliches zu machen. Oder Frank Zander hat mich bewogen, da 4000 Leute zu bewirten. Da habe ich mir gedacht, gut, machst einen Videoclip. Ich hoffe, es kommt an. Ihr sollt ja ein bisschen Spaß haben. Ne? Und darum geht es mir. Es geht mir darum, dass ihr Spaß habt und vielleicht euch einklingt da, wenn ihr allein seid und euren Glühwein, oh ja, Glühwein. Ich weiß, wir hatten heute mal wieder 17 Grad. Ich sag ja, deswegen kommt das vielleicht, weil in meiner Heimat, Tombtown near Barra Reef und Church Street in Canberra, wir haben 44 Grad. Ja, Jean-Claude Van Damme war auch da, hat auch einige Sachen da auf den Weg gebracht. Da habe ich auch gesagt, welcome to my City, der ist hot, ne? Ich meine, da wird anders Weihnachten gefeiert. Vielleicht bin ich deswegen so lustig, weil ich mag, ich kenne das nicht. Ich kenne so weihnachtliche Deutsch nicht. Wir haben immer halt ziemlich fröhlich und alles. Wir haben keine Musik, also so ein Deutschklamotte da wie auf der Lindenstraße haben wir nicht gemacht. Deswegen, ich kenne das alles gar nicht mit Christuskind und Bäckerei und all so. We have the street dance, we have fun, we have created, ach, ist halt so, on the beach, ne, ist halt so, we have party, we make party, und party is so fun, so. Ich werde also die Wohnung diese Woche bis zum 6. Dezember, bis zum 6. Januar mal wirklich auf Weihnachten trimmen, auch die Fenster, mir ist das egal, was diese Muslime da, ne, ich habe hier ein muslimisches Haus, das ist mir Wurst, das geht mir am Arsch vorbei, ich lebe hier in Deutschland. Und hier in Deutschland feiere ich Weihnachten, so wie ich das will. Ich werde da gar nichts machen, außer Weihnachten feiern, Star Wars. So, also wie gesagt, Star Wars und diverse andere Sachen und. Ja, also dieses Jahr mache ich Videoclips und ich hoffe, sie gefallen euch. Wenn nicht, okay, mache ich neue Clips, kein Thema.